Und weiter geht's mit Dragons. Guten Tag erstmal. Wir checken unsere Drachen ab hier und schicken sie nochmal los. Hier haben wir, wie ihr seht, den Wechselflügler am Start. Hier den Krallenkrabbler. Die sind auf Level 51 und auf Level 52. Dann haben wir hier den Funkenhüstle. Der kann gleich nochmal ein bisschen Holz besorgen. Optisch ein cooler Drache, finde ich. Gefällt mir sehr gut, hat irgendwie was. Aber eigentlich fast alle Titanendrachen fetzen. Ich habe zwar noch nicht alle gesehen, aber die, die ich gesehen habe, sind auf jeden Fall genial. Dann haben wir hier den Regenschneider, auch ein genialer Drache, der sammelt echt saugut. Da würde ich mich auch freuen, wenn ich den bald mal zum Titanendrache mache. Aber das kostet jetzt erstmal 7,2 Mille an Holz und das wollen wir erstmal lassen, weil ich natürlich ein paar Wikingerhäuser bauen will. Von daher machen wir das dann gleich mal. Der kann erstmal los Fisch holen. Dann checken wir hier unten weiter ab. Hier haben wir unseren Sturmfeier. Der kann auch gleich nochmal los. Der war auf Level 51, glaube ich. Jo, den hatte ich schon mal zum Titan-Training geschickt. 9 Mille kostete, glaube ich. Aber das hat sich nicht so wirklich gelohnt. Dann haben wir hier noch einen Nadder am Start. Und noch ein Nadder. Beta auf Level 52. Dann haben wir hier den Gruff, den habe ich schon zweimal zum Titan-Training geschickt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Drachen ihr schon zum Titan-Training geschickt habt. Schicken wir den auch gleich nochmal los, frisch. Dann checken wir erstmal die anderen Drachen hier unten. Und danach würde ich sagen, gucken wir erstmal, welche Drachen ich alle aufgepimpt habe, die schon fertig sind. Hier haben wir nochmal den flüsternden Tod auf Level 52, der kann nochmal Holz besorgen. Hier haben wir noch einen tödlichen Nadder. Dann haben wir noch einen Hakadu am Start und noch einen Schockrachen. Außerdem haben wir hier noch einen Hakadu, der ist auf Level 54, genauso wie der Hakadu und der Schockrachen hier. Dann haben wir hier vier Nadder, alle im Schlepptau, wie ihr seht. Die sind, die drei hier sind, ach nee, der ist auch auf Level 52, der auf 54, der auch auf 54. Und der ist noch auf 52, den müssen wir aber nicht mehr so weit trainieren, bis er auf 53 ist. Das machen wir gleich mal und dann pimpen wir den gleich mal auf 54. Dann kann er auch gleich nochmal neu losflattern und ein bisschen Fisch besorgen. Hier den Hakadu haben wir gerade losgeschickt und hier oben haben wir noch den Holzklau, der kann auch gleich nochmal los. Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal ein Wikingerhaus. Gehen wir hier ruf, 22 Mille haben wir. Wir könnten aber auch warten. Nee, ich glaube, ich warte erstmal. Ach Quatsch, ich baue das. Scheiß drauf. Das klatschen wir hier erstmal hin. Dann ist es erstmal da. Haben wir wenigstens was Neues. Den Marktplatz optisch sah ja ganz cool aus. Gut, das haben wir schon mal erledigt. Jetzt haben wir nur noch 4 Millionen Holz und 10 Millionen Fisch. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal unsere Drachen hier. Den Dagos Grill, den pimpen wir auch gleich nochmal auf Level 24. Und dann würde ich sagen, schicken wir den auch einfach mal los zum Training. Hier haben wir den Nadder fertig gepimpt, der ist jetzt auch schon auf Level 21. Dann haben wir hier unseren Rumpelhorn, den haben wir jetzt bis auf Level 24 gepimpt. Den könnten wir für 8 Stunden zum Training schicken, das machen wir aber erstmal nicht. Ich schmeiß den erstmal wieder in meinen Hangar. Genau das gleiche mache ich hier mit unserem tödlichen Nadder. Haben wir noch welche? Jo, hier haben wir noch den Knochenräuber, den pimpen wir natürlich auch nochmal so weit auf, wie es geht. Der ist jetzt schon auf Level 33 und da würde ich sagen, gucken wir mal kurz in unseren Hangar rein, checken da ab, was da für Drachen sind, die wir vielleicht noch trainieren können. Hier haben wir einen Schockrachen, da können wir mal gucken, wie lange der noch dauert, bis der fertig ist, eine halbe Stunde. Da würde ich sagen, schlagen wir einfach mal zu und lassen den zum Training flattern. Danach werde ich dann meinen Knochenräuber trainieren. Gut, dann haben wir hier erstmal alles erledigt. Von euch würde ich mal gerne wissen, wie viele Drachen ihr auf Level 51 habt. Also kurz vorm Titan-Drache. Wir gehen mal durch. Also ich habe den Krallenkrabbler Nummer 1. Dann haben wir, wen haben wir noch hier? Den Regenschneider Nummer 2. Mein dritter ist der Sturmpfeil. Ich glaube, das war dann auch schon so gut wie gewesen. Hier haben wir noch einen auf 33. Achso, den Gruff haben wir noch auf 51. Das ist mein vierter dann.
Und das müsste eigentlich hier Wesen sein. Ich denke schon, wir können ja mal, also hier von den unteren sind, ist auf keinen Fall einer bei. Dann können wir höchstens mal hier in unser Hangar gucken und da mal abchecken, ob wir da einen auf 51 haben. Aber das glaube ich weniger. Wir gehen einfach mal nach ganz hinten. Und checken das einfach mal ab. Nö, auf Level 52 und auf Level 48. Den Schockdrachen haben wir hier noch, den platzieren wir glaube ich gleich mal hier oben, weil der ist ja auch ein cooler Drache an sich. Der sammelt echt super Fisch. Von daher könnte man den dann auch zum Training schicken, aber ich sage dann, gucke mal, ob wir den nochmal losschicken können. Nee, kann der Holz? Nee. Holz hätte ich ihn zwar nicht geschickt, aber dann hätte ich halt umdisponiert, hätte ich einen anderen Drachen dann Fisch holen schicken, Holz holen schicken. Der gerade Fisch holt und ihn hätte ich da einen Fisch holen geschickt. Gut, dann brauchen wir hier noch für den Marktplatz einen Tag und knappe 4 Stunden. Dauert das ja immer. Die 3 steht nur da, weil die 4. Stunde angebrochen ist. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen sparen. Unser Material ist auf jeden Fall ganz schön zur Neige gegangen. Jetzt checken wir erstmal. Oh, 50 Runen, das ist aber trotzdem bitter. Ich habe nämlich einen Drache gesucht und zwar den Skrill. Ne, den Sturmschneid habe ich gesucht, den suche ich aber gleich nochmal. Und mit ein bisschen Glück haben wir den dann bald. In dem Tag ist unser ohne Zahn zurück. Ich bin gespannt, was das wird auf jeden Fall. Jo, also wie gesagt, ich habe 4 Drachen auf Level 51. Den Krallenkrabbler, dann den Regenschneider. Dann haben wir hier den Sturmpfeil und den Gruff. 4 coole Drachen finde ich, also ich finde die auf jeden Fall alle cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Drachen ihr von den 4 am besten findet. Und außerdem, was ihr sagen würdet, yo, Epcialis, trainierst du den weiter oder mach mal erstmal dem zum Titan-Drache. Könnt ihr euch ja mal überlegen, welchen ihr weiter trainieren würdet und könnt mir mal einen Newton-Tipp geben. Ich werde es mir dann überlegen, für welchen ich mich entscheide. Werden wir sehen, weil ich sie eigentlich alle 4 cool finde. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welchen Drachen ihr von den 4 am coolsten findet. Also, ich weiß es nicht, ich finde mehrere cool, von daher kann ich mich da nicht entscheiden. Gut, soweit sind wir auch erstmal wieder durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Träumchen wäre ein Däumchen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.